Illig ist ein weltweit führender Anbieter von Thermoform- und Verpackungsanlagen für die Food- und Non-Food-Industrie. Wir designen die Verpackung in unserem Verpackungslabor, entwickeln die Werkzeuge, die Maschinentechnologie und stellen diese komplexen Anlagen und Produktionslinien bei unseren Kunden auf. Ich stehe hier vor dem Illig Thermoformsystem RDF 85, einer Anlage, die wir für kostensensitive Märkte entwickelt haben. Märkte, in denen eine Vielzahl lokaler Mitbewerber unterwegs sind. Und die Herausforderung bestand darin, eine Maschine zu entwickeln, die eine möglichst große Anzahl dieser Mitbewerberformate adaptieren kann. Ganz besonders hat uns hierbei der modulare Achsbaukasten der Firma Festo geholfen. Wir konnten durch diesen flexiblen Baukasten eine Stapelung entwickeln, die 5 verschiedene Varianten aus dem gleichen Baukasten heraus abdecken kann. Festo war von Anfang an in die Entwicklung der RDF 85 involviert. Wir hatten Einblicke in die Applikation und konnten ideal bei der Lösungsfindung unterstützen. Die Ansprechpartner waren jederzeit erreichbar, waren alle sehr kompetent und besonders schätze ich an Festo, dass sie sich nicht zu schade sind, bei uns vorbeizukommen. Wir bauen die Komponenten gemeinsam in die Anlage ein, wir fahren gemeinsam Tests und finden so für die jeweilige Anwendung die optimale Lösung. Bei Festo erhält Illig alles aus einer Hand, sowohl Pneumatik als auch Elektrik. Durch das Projekt RDF 85 sind wir noch enger zusammengewachsen. Derzeit arbeiten wir gemeinsam an neuen Maschinengenerationen, bei denen unter anderem dezentrale Automatisierungssysteme von Festo zum Einsatz kommen. Wir werden die Zusammenarbeit mit Festo in der Zukunft intensivieren. Wir haben mehrere Entwicklungsprojekte aktuell, wo wir stark auf Festo setzen. Gerade der Bereich Achsmodule hat uns stark beeindruckt. Hier weiten wir die Zusammenarbeit aus. Zusätzlich sind wir auch dabei, im mechatronischen Bereich enger mit Festo zusammenzuarbeiten. Wir werden Buskoppler einsetzen, die uns ermöglichen, unsere Sensorik in der Maschine dezentral zusammenzuführen und unsere Verdrahtungsaufwände signifikant zu reduzieren. Ein weiterer Punkt ist die Zusammenarbeit im Bereich von Auslegungstools. Festo stellt uns regelmäßig neue Tools zur Verfügung, mit denen wir selbst Auslegungen durchführen können. Wir gewinnen dadurch enorm an Geschwindigkeit und ich denke, so werden wir enorme Effizienzsteigerungen erreichen können.